Hallo, liebe Soulmates, eine schöne Botschaft auch für euch in Sachen Liebe. Ein kleiner Spiegelblick und wir schauen uns an, was hier wichtig ist. Was spiegelt ihr euch gerade? Er auf der rechten Seite, du auf der linken. Sicherheit, du möchtest Sicherheit erlangen in einem Punkt, in jedem Falle. Er möchte mehr in die Emotion, er möchte in die emotionale Meldung hineingehen. Also auch das gelingt. Große Chancen für beide. Er wird mit einem Geschenk, mit einer sehr positiven Nachricht auf dich zukommen. Verhandle nicht. Ganz wichtig, geh nicht in die Verhandlungen, sondern nehme es an. Er fühlt sich angezogen von deiner Bereitschaft in der Woche. Er spürt diese Seelenverbindung, die da ist. Und er möchte für die Zukunft etwas tun. Hab das Vertrauen. Ganz wichtig, bleibe du bitte im Vertrauen. Hier liegt das Misstrauen, hier liegen die Sorgen bei dir. Dabei habt ihr diese positiven Veränderungen jetzt da. Er wird sich melden. Es kommen die Nachrichten relativ schnell und plötzlich auf dich zu. Ja, er kommt aus dem Rückzug raus, ist das Thema, da rauszukommen. Auch aus dem, dass man vielleicht die Gefühle nicht so richtig zulassen konnte in der Vergangenheit. Jetzt bricht hier ganz vieles auf und man redet darüber, man spricht darüber und das passiert im Verlauf der Woche. Nimmt genau diese Gesprächsthematik zu, aber auch, dass du merkst, dass bei ihm sich jetzt etwas sehr positiv verändern wird. Alles Liebe, euer Malkiel. Tschüss.